Hallo und herzlich willkommen zum ersten Up Indie Games Let's Play. Wir machen das zum ersten Mal. Wir gucken mal, wie das so läuft. Heute eingebettet in unser Halloween-Theme, in die Special-Episode, als kleines Add-on dazu. Und wir spielen Scorn. Scorn, ein Puzzle, First-Person-Puzzle-Spiel. Ich denke, es wurde auch viel missverstanden, MZ, dass das hier ein Shooter ist. Hast du irgendwie was davon gehört? Irgendwie Kontakt vorher dazu gehabt schon? Ne, wir werden es ja später auch nochmal in unserem Podcast reviewen. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall blind an dieses Playthrough, weil ich habe eigentlich noch gar nichts zu diesem Spiel viel gehört. Also doch, ja, dass es so ein bisschen First-Person-Shooter ist, dass es auch sowas mit Rätseln ist, auch von, natürlich vom Stil, dass es so ein bisschen an Alien und so diese H.R. Geiger-Sachen halt erinnert. Und ich bin gespannt, was das eigentliche Gameplay sein wird. Ja, ich glaube, das wirst du ja dann merken. Und ich glaube, das ging den meisten Leuten so, dass sie das erst gemerkt haben, als es dann soweit war beim Spielen. Weil das Marketing war, glaube ich, so ein bisschen irreführend, dass das hier irgendwie so ein Action-Shooter ist in so einer alienmäßigen Welt. Es ist wirklich was ganz anderes. Dann jumpen wir doch mal direkt rein. Starte doch mal ein neues Spiel. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich bin so 3-4 Stunden drin. Aber das war, nachdem das rausgekommen ist, kurz danach. Ich habe eigentlich schon wieder alles vergessen. Okay, aber dann hast du schon ein bisschen mehr Erfahrungen in dem Spiel als ich. Also eigentlich ist mehr der Vibe so übrig geblieben bei mir. Jetzt wirklich konkret die Rätsel, wie die zu lösen sind, kann ich dir überhaupt nicht mehr sagen. Oder was da jetzt irgendwie so plotmäßig am Start war. Also aber gleich zu Anfang gefällt mir auch schon so dieser ganze Stil, dieses Verwobene, wenn irgendwie sowas so halt alienmäßig, aber auch irgendwie so menschliche Elemente hat. Das sieht schon alles wirklich richtig geil aus. Ja, das ist so dieses Biomechanische, ne, wo du gar nicht weißt, wo ist denn jetzt irgendwie Technologie, wo hört die auf, wo hört irgendwie das Lebendige, wo fängt das an? Ne? Oder irgendwie so menschlich und Alien und wie sowas Verwobenes. Bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Okay. Übrigens im Z jetzt am Controller. Ich mache das ja gar nicht, das ist alles noch Cutscene. Das ist jetzt noch Cutscene, aber nur für euch zur Info. Er liegt vor, wir können ja mal ein tauschen dann irgendwann. Also bisher gefällt es mir richtig gut, die ganze Atmosphäre und dieses Mysteriöse und diese Flashbacks oder dass man irgendwo anders auf einmal ist. Ist gleich so ein Vibe da, ne? Ja. Ja, Einflüsse hatten wir gesagt, H.R. Geiger, ne? Und dann gibt es ja auch diesen polnischen Maler Beksiński, Stanislaw, glaube ich. Nee, Zdzisław Beksiński. Sehr ähnlicher Stil. Perfekte Aussprache da auch gleich. Ja, das ist so ein bisschen das Bonus noch, ne? Das ist noch so ein bisschen übrig geblieben. Ja, und ich erinnere mich, du hast mir mal ein Buch von dem gezeigt und die Illustrationen, die er gemacht hat, die haben auf jeden Fall auch so einen, ich hab das sogar hier, so einen, das Buch. So einen komischen Vibe. So irgendwie so eine, so, der so unterdrückend ist und irgendwie so was Dunkles, so eine dystopische Zukunft einen erinnert. Ja, also das ist sehr ähnlich hier. Also auch dieses ganze Umgebung verfließt mit den Personen und alles ist irgendwie mechanisch und organisch zugleich. Ja, vor dem Podcast gucken wir das uns auf jeden Fall auch nochmal an. Können wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil das wird auf jeden Fall auch großes Theme sein im Podcast, Horror, Inspiration, auch bei diesen Spielen halt. Ja, da habe ich auch ein anderes Beispiel, das auch wieder klassisch eingebettet ist, aber das können wir auch schon zum Podcast, je nachdem, wie rum ihr kommt, ne, ob ihr vom Let's Play zum Podcast oder andersrum kommt, aber da kann ich schon mal spoilern, dass die Einflüsse bei uns Halloween gethemed sind, aber alle nicht klassisch Halloween, also nicht, da ist kein Vampir, kann ich schon mal gleich spoilern, also, oder irgendwie so ein Gespenst, ne? Andere Klassiker. So, wie kommst du denn jetzt hier raus im Z? Was machst du denn jetzt? Ich weiß es auch nicht, das hell, leuchtet halt hier so hell drüben, also würde es ja eigentlich irgendwie implizieren, dass man da was machen kann, aber das ist so ein durchgestrichener Kreis. Okay, also irgendwie auch nicht, hier geht irgendwie gar nichts ab. Achso, okay, dann bin ich dumm. Ich nehme einfach ein bisschen hier nach links. Erstmal die Umgebung auschecken. Das war, also ein Review gibt es ja dann, jetzt machen wir ein Let's Play, aber aus meiner Erinnerung weiß ich noch, dass ich das teilweise verwirrend fand, das Spiel, wo muss ich jetzt lang. Ne? Und ja, es gibt ja auch gar keinen jetzt Tutorial oder irgendwie sagt, da musst du das machen,
So, ich muss jetzt auch nochmal pausieren, um zu gucken, wie überhaupt die Steuerung ist. Ja, na, viel Steuerung hast du hier nicht, ne? Du läufst und du kannst interagieren. Das ja, alles. Und der Vibe ist ja total wie Alien. Also das sieht eigentlich fast 1:1 aus wie aus Alien. Ja, vielleicht voll. Nur so ein bisschen organischer, nicht so eine harten irgendwie Strukturen und Designs, aber halt an den Wänden und so oder so. Woran mich das noch immer so erinnert, ist in, wie heißt denn diese Netflix-80s mit den Kindern, Stranger Things, wenn sie in diesem Upside Down sind, in diesem Tunnelsystem, das dahin führt, in so späteren Staffeln, da ist ja auch irgendwie die Wände, alles pulsiert und lebt und so ein bisschen, daran erinnert mich das auch so ein bisschen. Ja, das ist halt wieder die Frage, was ist dann eine Hommage oder Inspiration von irgendwas und was ist dann schon irgendwie so ein One-to-One-Rip-Off einfach. Eine Kopie davon. Ist es auf jeden Fall klar, was die Einflüsse sind. Trotzdem hat das nochmal so ein eigenes Ding hier draus gemacht, finde ich. Das wirst du später dann merken, wenn du mehr ja, so ein muss ja auch nichts Schlimmes sein. Also es kann ja trotzdem, wenn es cool verarbeitet ist. Klar. Und ich finde es ja auch bisher richtig geil. Also die Atmosphäre hier und das Design und wie es auch grafisch halt aussieht, echt cool. Gefällt mir richtig gut. Kann auch sicher auch irgendwie rennen, oder? Ich glaube, das war irgendwie so eine ungünstige Sache mit Stick reindrücken oder so. Move, run. Ne, links hinten. Ja, okay. Jetzt aber. Ja, okay, beste. Das ist auch wieder so ein Beispiel für so ein Spiel. First Person ist ja nicht so meins, weil das meistens Shooter sind, aber wenn das etwas ist, wo das Immersive eine Rolle spielt, auch dann um Rätsel zu lösen, ich sag ja Talos Principle oder auch Stanley Parable, so eine Sachen, das mag ich dann doch. Und hier... Okay, jetzt wird sicher irgendwas Abgefucktes passieren, ja. Oder? Das ist es ja auch immer, ne? Du verschmilzt mit deiner Umgebung, alles wird im Kopf zusammen. Aber auf so eine eklige Art und Weise, ne? Ja, wie so eine Glory-Hall-Weise. Man erinnert mich. Denkst du auch immer, alle Sachen, die da passieren, die müssten eigentlich total wehtun und tun sie wahrscheinlich auch, aber die Empfindung ist dann in diesen Inszenierungen immer so ganz anders von den Leuten, denen das passiert und dann... Oh. Ja, das ist schon eklig. Das ist ja irgendwie wie ein Film, dass man auch so versucht, dann wegzugucken und irgendwie das als eklig empfindet und als widerlich. Man soll eigentlich nicht gucken, aber man ist ja so ein bisschen halt noch davon removed, deswegen kann man damit gut umgehen. So, also jetzt hast du diese Augmentation da an deinem ja. Körper dran. Jetzt kannst du mit den Sachen interagieren. Mit dem Gerät hier zum Beispiel. Was passiert da? Okay, ja, da wird dann halt auch wirklich nicht viel irgendwie Hinweise oder irgendwie leuchtende Sachen und sowas angezeigt. So. Ja, das ist ganz minimal. Ja, schon mal, ja. Kann ich ja auch schon gleich sagen, das ändert sich auch nicht. Das Spiel bleibt kommunikativ so aktiv wie bisher für eine ganz lange Zeit. Also hin und wieder passiert natürlich auch mal was, aber es ist sehr viel von diesem Vibe eben, ne? Also vibey. Und auch die Geräuschkulisse, ne? Also. Hä? Habe ich das nicht gerade aufgemacht? Ja. Ah, okay, muss ich irgendwie schneller sein. So, das ist halt so ein Ding. Das checkst du jetzt, dass das da offen bleibt, wenn da was drin steckt, ja. Dann einfach hinrennen oder wie? Probier mal. Nice. Geschafft. Naja, aber ich mag sowas auch, wenn es halt nicht zu sehr irgendwie ins Gesicht gedrückt wird. Manchmal finde ich es dann aber zu verwirrend, wenn ich dann irgendwie nach einem Ausgang oder irgendwie, dass ich überhaupt mit irgendwas interagieren kann, dann Ewigkeiten herumlaufe. Da bin ich auf jeden Fall auch eher der Typ, der dann das doch lieber nachguckt, weil irgendein Walkthrough dann irgendwie, keine Ahnung, das halt googelt, weil mir das ist mir dann doch leider meine Zeit zu kostbar, als da Ewigkeiten im Spiel herumzuirren. Ja, na, wir sitzen auch tatsächlich ohne aufgeschlagenes Walkthrough hier. Hätten wir aber mal machen können zur Absicherung, ne? Wir können mal gucken. Ist ja nicht so ein großer Aufwand. Aber nee, wir stürzen uns mal so rein, nur gestützt auf unseren Intellekt und vielleicht noch ein paar Erinnerungen, die ich habe. Mal gucken. In einer bestimmten Position sein, oder sehe ich das gerade falsch? Ja, doch, ja, oder? Hä? Wie kurz blinkt es doch auf? Ja, 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 dann kannst du da gerade noch nichts machen. Okay, muss ich ein bisschen gucken.
hilft halt auch nicht, dass alles so ähnlich aussieht, ne? Und so miteinander verwachsen. Ja. So Orientierung. Also, ich denke aber auch, dass nichts in diesem Spiel ein Unfall ist. Also, das ist alles so gewollt, glaube ich. Das trägt ja auch bei zu dieser Misere in diesem Spiel. Dieses Ewigkeiten hin und her laufen. Da warst du noch nicht drin, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Naja, so ein bisschen. Okay. Also noch mehr. Ich kann es aktivieren, aber ich muss auf der anderen Seite etwas. Okay, du brauchst zwei Leute dafür anscheinend. Ja? Zu, wenn man da wieder rausgeht. Hm. Ja, geh mal hier durch. Spoilst du jetzt schon Sachen, weil du da mehr Ahnung hast, oder wie ist das? Das meine ich nicht. Das macht ja auch keinen Spaß. Ich überlege gerade echt mit. Und ich habe gerade überlegt, triffst du eigentlich noch jemanden oder nicht? Wobei, ich hab noch eine Erinnerung an ein Rätsel. Aber das hilft uns jetzt hier an der Stelle überhaupt nicht weiter. Aber wenn es später kommt, dann weiß ich die nicht. Nee, das ist ja jetzt. Von wann ist das Spiel? Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ein paar Jahre ist es alt, also ich habe es echt. Gerade als es rauskam, gespielt. Okay, es kann immer nur bis zum einen Ort gehen, also muss ich da nichts mehr bestimmen. Das ist irgendwie genau auf diesen einen, der da vorne liegt, zielen. Also irgendwas so Minimi-Style wird da so ausgehöhlt. Das hier transferiert ist irgendwie. Okay, dann wahrscheinlich kann ich das ja auch noch nicht machen. Was ist denn hier los? Ah, ich weiß nicht, immer wenn ich so einen irgendwie so einen einzelnen Fahrstuhl irgendwie so sehe, dann weiß ich nicht, soll ich den nehmen oder nicht? Weil wird es mich dann irgendwo hinführen, wo ich dann komplett falsch bin? Oder ist es dann wirklich da, muss ich auf jeden Fall hin? Das ist bei dem Spiel auch so, das wird auch noch passieren, dass du dann falsch landen wirst. Aber ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Denn meine vage Erinnerung war, dass das eine Rolle spielt, hier nach oben zu kommen. Und hier waren wir jetzt auch noch nicht, ne? Der ist ja jetzt ich glaube nicht, ne. Freshy, oder? Ich bin auch komplett orientierungslos gerade. Nein, nicht komplett, aber so ein bisschen. Was ist das denn? Irgendwie so aus wie so eine Tram oder irgendein Zug oder sowas, erinnert mich das. Erinnert mich auch noch an was anderes hier, ehrlich gesagt. Aber die, genau, wir können ja mal so ein bisschen spekulieren. Was ist denn so dein erster Eindruck? Wo sind wir denn hier? Sieht nach irgendwie so ein Alien-Schiff, also das ist ja immer so Prometheus und jetzt in den ganzen Alien-Filmen kamen ja diese Alien-Schiffe auch vor, die dann irgendwie gecrashlandet sind. Und genau daran erinnert mich das halt, dieses HR-Geiger-mäßige, ja, so menschlich, irgendwelche Knochen, Rücken und sowas, Rückgrat halt, verschmolzen, aber irgendwie was auch so irgendwie so phallusmäßig halt aussieht, aber auch dann auch so diesen mechanischen Touch hat und hart wirkt. Und halt einfach irgendwie so ein ganz unangenehmes Gefühl halt einen gibt, wenn man hier so durchläuft. Also im Spiel natürlich mal so ein bisschen wieder entfernt davon, aber ey, sowas dann echt durchgehen würde, ich würde mir sowas von einscheißen. Ja, also Alien ist natürlich so der naheliegende Vergleich, aber hier habe ich irgendwie nicht so einen Alien-mäßigen Vibe, also als wenn das irgendwie um Außerirdische geht. Hier habe ich mehr so einen irgendwie so einen ganz Höllendimension-mäßigen Vibe. Das ist dann weniger Geigers Einfluss, das ist dann hier Beksinski, der hat macht zwar auch ganz viel so militärisch und Zweiter Weltkrieg-mäßige Sachen, aber eben auch so Höllensachen und so andere Dimensionen. So kommt mir das hier vor. Und du bist ja auch irgendwie humanoid auch, ne? Wir haben dich ja kurz gesehen. Irgendwas mit Dimensionen kann auf jeden Fall auch irgendwie hier passen, dass man da vielleicht, weiß ich nicht, in irgendeiner alternativen Realität ist oder sowas wie bei Silent Hill und bei solchen Horrorspielen, dass es irgendwie noch so eine andere Welt halt einfach gibt, die wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Also dieses
unexplainable Horror, irgendwie was vielleicht so tief irgendwie in unseren Gedanken drin sind oder halt irgendwie sowas weckt in uns, aber. So ein bisschen auch so Lovecraftian, dieses die ganz tiefe, fundamentale, wie heißt das? Cosmic Horror, so, ne? Ich habe auch hier gesehen, wenn du nur nach oben guckst, dann unter in den Himmel schaust, an irgendeiner Stelle, dann zerfleddert alles auch so an einer Stelle, hier nicht, aber an einer Stelle wehte da so ein Wind und dann ist das so weggefleddert. Okay, dieses Rätsel, ich kenne die Lösung nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es mich mega aufgeregt hat. Ich habe sehr lange dafür gebraucht. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich gucke nicht nach. Ich mach das einfach, auch wenn ich jetzt hier eine Stunde dran sitze. Aber das habe ich geknackt. Ja, es erinnert mich jetzt auch so ein bisschen Portal-mäßig halt, dass man dann irgendwie so eine Sachen anschalten muss und verschiedene Sachen interagieren miteinander. Und bei Portal musst du dann auch noch geschickt sein. Hier stützt du dich komplett nur auf dein Knobelverständnis. Und es ist ja auch ziemlich cool, finde ich. Also wie gesagt, das Marketing war so, dass die Leute was anderes erwartet haben, aber das ist ein richtig gutes Puzzlespiel und die in einer anderen Ästhetik würden genauso gut funktionieren und genauso interessant sein, aber hier wurde eben diese Ästhetik gewählt und das macht es schon auch nochmal auf eine andere Art und Weise interessant über die Rätsel hinaus. Aber der, muss man halt aber gucken, dann, ob die Rätsel halt das irgendwie wettmachen, ob das dann, weiß ich nicht, halt einfach nur ein Rätselspiel, das so verpackt ist in diese Welt oder wie das jetzt aussehen wird. Aber ja, irgendwie so Ego-Shooter... Ich weiß nicht, ist das irgendwie dann so ein Marketing gewesen oder was ist da los? Nee, also eigentlich nicht. Also gibt's da noch irgendwie so, wird man da irgendwie noch was freischalten später? Na, es war, das Marketing war so, dass mehr nur so Gameplay-Sachen und Design-Sachen gezeigt wurden. Und dann ist natürlich die erste Annahme, okay, es ist irgendwie so eine Welt und dann sagen die Leute auch gleich, okay, Alien. Oder ist es vielleicht irgendwie ein heimliches Alien-Spiel, ja? Und dann gab es auch Gameplay-Material, das dich dann später zeigt. Es gibt ja auch Combat später in dem Spiel, aber das ist hat eine ganz kleine Rolle und ist ganz minimal und auch extrem schlecht. und wenn du halt das zeigst, dann denken Leute, okay, es geht darum. Ne? Unkommentiert dann. Also an keiner Stelle war explizit gesagt, okay, es ist wirklich ein ruhiges, atmosphärisches Puzzlespiel. Nee, das ist überhaupt nicht, wenn dann halt vielleicht so Half-Life-Style, da haben wir ja schon drüber gesprochen auch, dass es halt so zwischendurch irgendwie so einen kleinen Rätsel halt gibt, die auch natürlich schwer sein können, auch Portal-mäßig dann, das sind ja auch nicht ohne immer die ganzen Sachen, die sich überlegt haben, aber das ist schon sehr kryptisch. Also fehlt mir da irgendeine Komponente oder was ist da los? Also hier nimmt es ja oben irgendwas weg. Und dann habe ich das hier, was irgendwie einfach nur so einen Jerk-Move macht, dann so ein Rumrütteln. Ach so, muss ich gedrückt halten oder was? Hä? Was kann ich denn hier nehmen? Ja, also kannst du das irgendwie verschieben? Also, das ist eins von diesen Schieberätseln, den Tipp kann ich dir schon mal geben. Wie schiebe ich das? Das ist so ein Grid, auf dem kannst du diese Dinger verschieben. Ja, okay, einige kannst du verschieben, andere nicht. Ich glaube, zu dem Grid da auf die Seite kommst du gar nicht. Das ist getrennt von dem. Ich glaube, dieser mittlere Teil da. Ah, so, okay. So, genau. Und du musst, glaube ich, einen aktiven in dieses Leuchtende reinschieben. Okay, das Leuchtende, ja, okay. So, und jetzt gibt es ja noch diese andere Konsole. Ja, ich glaube, die kann das dann schnappen. So war das. Jetzt mehr Juice, mehr Abilities und was. Ach. War das jetzt der erste Gegner? So. Nee, das hat nicht geklappt, das Teil ist kaputt gegangen. Okay. Das heißt, wir müssen es mit dem zweiten da versuchen. Es gibt noch einen aktiven. Das spoilere ich mal, weil ich mich daran erinnern kann. Und ich habe so lange den Boden abgesucht nach dieser Sache, die runtergefallen ist. Oder versucht, da hinzukommen. Das war Zeitverschwendung, deswegen, das kann ich einfach sagen. Ich kann auch, wie gesagt, die genaue Lösung zu dem Rätsel weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir gleich selber rumknobeln. Und das war auch frustrierend, das war jetzt schwierig, das hinzukriegen. Aber genau, bevor du da irgendwie suchst. Wow, du scheinst ja einen Plan zu haben. Ja, bin schon. Ich wollte es eigentlich gleich nach rechts schieben, aber wenn du sagst, du musst irgendwie. Der Grid bewegt werden. Also ich glaube oben rum war irgendwie das. Ja, aber du bist Fall. Ja echt hier voll gut dabei.
Ja, ich liebe halt auch so eine Puzzle-Spiele. Ja, geil. Deswegen, das war jetzt ein bisschen kryptisch. Ich habe halt immer nur einfach kurz gedrückt, halt A. Deswegen wusste ich nicht, wie man das. Achso, ich dachte, du hast hier schon. Ja, sorry. Also was zum Beispiel ist ja noch. Natürlich relativ. Okay, doch, das ist noch ein bisschen schwieriger. Ja, das ist da gedoubled, ne? Okay. Stimmt. Das okay, wusste warte, ich zum Beispiel okay, gar nicht. Das ist, okay, das ist fies. Ne? Fuck, jetzt habe ich gar nicht realisiert, dass sie zusammen. Aber so ist das ganze Spiel eben, ne? Es ist einfach nur eine Reihe von solchen Rätseln, Logik und mit der Umgebung und so eine Schiebesachen und kombinieren und Reihenfolge-Sachen eingebettet in diese Ästhetik. Aber diese erste Hilfe, würde ich schon sagen, diese First Person, ne, diese Ego-Perspektive, die macht damit noch irgendwas. Also wenn du jetzt irgendwie so in dieser Third-Person-Perspektive rumlaufen würdest und dann an diesem Rätsel ankommen würdest und es genauso machen würdest, das wäre nochmal anders. Also selber so durch diese Welt zu gehen, ich finde, das fühlt sich dann nicht so an, als machen wir jetzt einfach nur auch noch ein Rätsel, sondern als sind wir wirklich da angekommen und müssen es jetzt machen, um hier irgendwie weiterzukommen. Irgendwie muss ich die hier wegkriegen. Die können nicht hier sein. Da muss ja zwei frei auf jeder haben. Da muss ja da ganz durchgehen. Irgendwie müssen eigentlich alle von denen weg. Irgendjemand guckt das jetzt und schreit schon, Mann. Ja, das ist doch offensichtlich. Ach, da das geht's doch auch manchmal, rein. Wenn man halt irgendwie dann noch so halt einfach guck mal, zuguckt. Kriegst du den nicht? Kriegst du diesen doppelten, den du da jetzt hochgemacht hast? Wenn du den einen einzelnen, genau den da, wenn du den jetzt einmal nach links machst. Kriegst du dann den oberen doppelten nicht da ganz nach rechts verschoben? Doch, ich brauch doch den hier unten ach so, auch noch. Achso, okay. Den muss ich ja wieder frei machen. Den muss ich hier unten jetzt auch noch frei machen. Also, lass mich mal meine Sache machen. Ah, mach das mal. Ich hab schon gerade überlegt, soll ich mit überlegen? Soll ich laut überlegen? Nee, soll ich mich mit dir unterhalten oder nicht? Ja. Also, was denkst du eigentlich? Wer bist du denn hier oder wer sind wir denn hier? Sind wir irgendwie. Ich hab immer so diesen. Irgend so ein Test-Subject, irgendwie okay. Sowas kommt mir das so vor. So, irgendwie so ein komischer Vibe. Gefangen auf jeden Fall, denke ich schon. Ne? Das ist ein Vierer. Oh shit, okay, oh Mann, ey. Ja, okay, das ist doch. Ich dachte, es wäre so übelst einfach und dann habe ich gecheckt, dass die da zusammenhängen. Das macht es natürlich um einiges schwieriger. Aber ich glaube, den muss ich. Muss ich den verschieben oder nicht? Ich werde den hier oben weg haben. Das muss ja alles frei sein im Prinzip da oben. Was mache ich mit denen hier, dass ich da unten mit denen langkomme? Weil hier jetzt ist auf einmal das bringt nichts. Ich müsste den schon noch irgendwie einen weit nach rechts machen, oder? Welchen Move willst du denn dann als nächstes machen? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also der kommt noch ganz rechts irgendwie, dass hier oben frei ist und dann kann ich den nach oben zumindest bewegen hier. Weil wenn ich den jetzt hier bewege, dann ist es halt oben blockiert und ich kann keinen der weiter nach rechts machen von denen hier. Und die kriegst du da unten nicht weggeräumt jetzt. Doch, aber. Wenn du den jetzt nach oben, genau. Naja, aber irgendwie muss ich doch da den auch freck machen können. Hast du oder? Das Space dafür? Ja, du musst wahrscheinlich also irgendwie du und so jetzt mit so, dem fahren. Ja, jetzt so vielleicht. Ne, oder doch, der funktioniert. Ne, das funktioniert auch nicht, oder? Weil jetzt ist hier wieder blockiert. Deswegen, ich muss das oben da rechts schon wegmachen. Ich muss irgendwie den Vierer bewegen, oder? Oh, das ist immer ich so muss schwer. Den nicht, ich muss den hier aus dem Weg räumen, auf jeden Fall. Und dafür muss er nach ganz rechts. Aber wie krieg ich. Oh, das links, ist gerade krass, ey. Der Vierer, der muss da irgendwie nach unten kommen. Triggern alle, die Puzzle Master sind und die jetzt enttäuscht sind von dem Gameplay. Warum brauchst du denn diesen Vierer jetzt eigentlich? Der musste halt unbedingt weg, damit ich halt die nach unten bewegen kann. Das ist wichtig. Oh, da verkacke ich mir jetzt gerade komplett. Der muss doch irgendwie nach unten gehen hier, oder?
damit du Platz hast, die da wegzuräumen. Ja. Dann nach rechts. Ja, dann damit ich den einen Doppelten halt nach ganz rechts schieben kann, weil der versorgt mir gerade den ganzen Plan. Weg halt. Naja, dann. Aber wie mache ich das jetzt? Hä? Tschüss. Okay, hier muss ich jetzt aber Platz haben, um da die zu bewegen. Das Rätsel schaffen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Ja, aber dann ist vielleicht die ganze Aufnahme nur mit ein oder so zwei Puzzlen. Na, immerhin. Walkthrough bringt jetzt auch nichts mehr. Jetzt haben wir das so gescrambled. Ich hab's jetzt, Mann, Alter. Ich hab's. Guck dir das an. Badaboom, badabing. Hier, das und dahin. Der kommt hier dahin. Jo. So, ich hab ja auch nicht daran gezweifelt. Na, wobei, es ist ja noch. Du bist Doubt auf jeden Fall. Ich? Nein, hab ich so eine Energie hier ausgestrahlt? Nee. Ich hätte dich mehr anfeuern sollen, aber ich wollte das ja nicht. Ich hab ja nicht geglaubt. So, warte, aber da kann ja nicht mehr der da lang, kann, oder? Wait a minute. Hold up. Wait a minute. Doch. So, so. Ja, Mann. Endlich. So. Und der muss auch noch weg. Okay, da hinten muss noch mal wieder ein bisschen. Oh, wie krieg ich den denn da jetzt hin? Wie krieg ich den da nach oben? Fuck. Oder kann ich. Nee, weil wenn der im Weg ist, dann kann ich keinen mehr da unten. Dann muss der hier erstmal weg und ein Einzelner noch reingemacht werden. Hm. Ne, aber der kommt ja auch nicht vorbei, oder? Ja, Moment, ich glaube, ich muss mal. Ich glaube, ich muss den hier bewegen. Okay, Part 1 von irgendwie. 100 Parts wahrscheinlich, die man dann braucht. Weil dieses ganze Spiel. Das ganze Spiel. Spielen, ja. Na, mal gucken, so, wie lange wir das nochmal fortsetzen, aber. Ich bin fast fertig, Mann. Ich sehe es wie so ein wunderschönes Kunstwerk, das so zusammenkommt. Ich habe auch schon überlegt, musst du das hinten da genau passend füllen, damit es aber wahrscheinlich, ne? Oder ist das so copyrighted Music? Ja, wie ist es eigentlich, wenn wir die Sounds selber machen? Aha. Das ist auf jeden Fall so eine High IQ. Oh ne. Oder? So. Boah, ist das ein lästiges Puzzle, aber. Das fühlt sich schon wieder so ein bisschen wie Beschäftigungstherapie an. Aber du hast es echt. Also ich habe länger gebraucht dafür. Musst du von unten hochsliden. Wo denn aber? Kannst du den unten links dann nicht wegbewegen? Nee, weil jetzt ist schon wieder der Weg. Aber jetzt, wenn du den ganz nach oben. Der muss ja erst irgendwie raus, oder? Irgendwie. Kann das denn funktionieren? Irgendwo brauche ich einen Space, wo drei sind. Und das ist nirgendwo außer hier rechts gegeben. Also fucken die einen hier schon wieder. Oh, das ist PG. Das finde ich. Keine Ausdrücke sagen. Ja, das muss ich jetzt bleepen. Das ist so restricted, keine Ahnung. Ja, du musst das also angeben. Ich hab's. Hey. Du musst jetzt einen Sound machen, den ich jetzt als bleep mache. Sag mal was. Das ist ja okay. Keine Ahnung, such doch irgendwas. Ne? So das benutze ich jetzt, aber nächstes Mal kannst du was Kreativeres dir aussuchen. Da gibt ja viele, die irgendwie so Möwen-Sounds oder irgendwie so Random-Sounds. Vielleicht kannst du ja irgendwie so Gaming-Sounds. Nee, das soll schon dein eigener Sound sein. Aber das. Der passt ja. Wird ja wenigstens sofort erkannt, worum es geht. Okay, jetzt hast du's. Geil. Okay. Sehr gut. Ja, manchmal ist es aber herausfinden, einfach wo muss man denn überhaupt was machen. Weil hätte ich nicht gewusst, dass man halt es gedrückt halten muss, dann würde ich auch. Ja. Oder dass er halt herunterfällt. Und man kann nichts mit dem machen, sondern man muss den anderen da noch hinbringen. Ja, das Wo und Was ist bei diesem Spiel. Hatte ich auch bei Alakhead und bei anderen. Aber das macht dann auch so einen Teil dieser Challenge und vom Flair dann irgendwie auch so aus. Ja, aber ich meine, bei dem war es noch relativ eindeutig. Oh, man konnte so sehen, dass es halt so leuchtet wie der andere. Aber trotzdem irgendwie. Irgendwie muss man so den, finde ich, schon ein bisschen an der Hand gehalten werden. Auch in manchen Sachen. Das ist eklig, ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Fleischbatschen, Batzen. Der irgendwie so halt so ein The Thing oder halt was so wieder erinnert. Aber das sieht irgendwie auch so halt wie so ein Buch oder so ein Comic oder so aus. So ganz
Ich weiß es nicht. Hat irgendwie so einen ganz eigenen Artstyle, dieses Spiel. Ja, na, wie gesagt, ich meinte ja auch so, das ist so diese dieses Bekannte von Alien und diesen Künstlern, aber eben so ein ganz eigenes Ding noch draus gemacht. So, jetzt versuchen wir das zu finden, was wir da gedroppt haben. Ich will eigentlich nicht hingehen, aber... Los, Mann. Ist wahrscheinlich auch so wie bei den Horrorfilmen, denkst auch der Hauptcharakter, so wie dumm bist du, geh da nicht hin, hau so einfach rein, ja. Hau ab, Mann, renn. Das finde ich ja auch so geil, darüber können wir ja nochmal in der Halloween-Podcast-Folge sprechen. Dieses Ding, was Horrorspiele nochmal als Element zum Horrorgenre bringen, dieses Interaktive, dass du das erlebst, das ist ja nochmal anders als den Film zu gucken, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe mich lange auch vor solchen Horrorspielen, also ich habe endlich in den letzten paar Jahren all diese Klassiker früher, halt nachgespielt von früher, diese Silent Hill-Reihe, Resident Evil, da gibt es ja die HD-Remakes und all sowas, und die sind auch schon ziemlich geil gemacht. Ist das hier das Richtige? Ich habe die halt meistens nicht gespielt, ich habe die dann mit meiner Frau angefangen zu spielen, weil sie halt auch riesen Horror-Fan ist und diesen ganzen Genre das halt liebt. Und die sind schon geil gemacht, aber ich hatte einfach auch irgendwie so ein bisschen Angst halt vor denen. Ja, yeah, Ich weiß nicht, so ganz alleine mich dann auch hinsetzen. Ich glaube, da spiele ich irgendwie lieber so ein colorful Spiel. Irgendwie das so, hörst du was? Das eklige Geräusch. Sorry, aber ja. Ich hab's auch gerade wahrgenommen. Ja, nee, mir geht's da auch so. Ich spiele auch manche Horrorspiele und gucke auch manche Filme dann nur am Tag. Am Tag Horrorfilm? Nee, das geht nicht. Das muss man dann schon, finde ich, nachts irgendwie im Dunkeln. Okay. Wir können uns übrigens auch abwechseln, wenn du willst. Ja, okay, genau. Doch. Ich habe das erste. Ich habe das erste Rätsel gemacht. Das sieht auch gerade hier irgendwie so ein Kopf aus. Gehen wir noch nach unten. So ein Kopf, aus dem irgendwie so eine Art Horn kommt mit so einem Kran dran. Ja. Siehst du den Kopf da? Ja, stimmt. So eklig mit den Schultern und auch so. Ugh. Ach so. Sieht so wie ein Korb halt aus. Oder wie so ein Brustkorb. Aber ist das auch der oder ist der oben? Das oder ist wie? Der, guck mal, das ist ah, der. Ja, der doch, bewegt sich es. Da, siehst du den? Ja. Oh, hello. Oh ja, und dieses Sound, der macht ja auch. Hello. Nee, Mann, da gehen wir nicht dahin. Geh da mal bitte nicht hin. Okay, da muss irgendwie in den Stuhl rein. Ja. Lass ihn mal auschecken. Ja, man fragt immer, was los ist. Da ist er auch ganz gechillt drauf. Ja, der will ja gar nicht so sein. Der muss aber anscheinend den Stuhl irgendwie noch bewegen. Oder der sieht doch so aus, als wäre der so Schienen oder sowas. Oder du gehst zu dem hin mal, wenn du B drückst. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, okay. Jo, wollen wir uns mal zu dem setzen hier? So ein Face-to-Face. Na? Speed-Dating. Na? Was machst du hier so? Bist du öfter hier? So krabbenmäßig. Du siehst aus, als wärst du öfter hier. Ja. Und auch schon ziemlich lang. Boah. Krabben-Style oder irgendwie was komisches. Ja, ich finde, das sieht aus wie so ein da so reingequetschter Mensch auch so. Naja, natürlich, klar. Aber warte mal, wie viele Gliedmaßen hat der? Ja, aber ein Bein oder ist das? Und zwei Arme? Okay, guck mal, ich kann den jetzt hier so lang schieben, mit dem so lang fahren. See me rolling. Unsere neuen Atzen her. Okay, guck mal, jetzt ist hier. Ah, ne, da komme ich voran. So weiter. Okay. Und? Was macht das Leben so? Okay, bye. Oh, er hat was gesagt sogar auch. Oder sie? Mhm. Oder they? Ja, wer ist S? Ja, they passt eigentlich am ehesten. Was wäre denn eigentlich im Deutschen? Da gibt es dann eigentlich auch nur they, oder? Das finde ich auch immer ganz herausfordernd, das auf Deutsch zu machen. Bringt er mich jetzt hier zu der Konsole? Muss jetzt hier was machen? Wahrscheinlich. Ja, so ein Verschmelzen, das finde ich auch ganz eklig, dass man irgendwie mit seinem Körper... Ich weiß nicht mehr, was passiert, aber ich weiß, dass es im Spiel passiert. Sehr viele oh nein. Den Helm hat er jetzt aufbekommen, was ist da los? Hey, sorry, Dicker. Helf dir mal, Mann, geh mal darüber. Helf dir mal, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Sagen, dass alles okay sein wird. Wir fahren mal weiter, würde ich sagen. Ja,
Die Fahrt geht weiter. Es wird schon, ey, es wird schon. Ja, Mann. Häng in der, Alter. Irgendwann später werden wir so auf diesen Moment zurückgucken und so darüber lachen können. Genau. Als sie so genau. diese Helm oder diese Maske da oben aufgestampft hat. Ich weiß, jetzt gerade ist es noch schwer zu glauben. Ja, mein Freund da war es. Oh, die Augen. Oh ja, und er guckt jetzt so richtig. Oh. Davor hat er noch so mit diesem Ding gespielt, mit diesem Lenker da. Und jetzt. Oh. Sorry. Bye, bye. Warte mal, es ist bestimmt hier irgendwo so ein Knopf, wo ich dann was ganz, ganz Ungünstiges mit dem machen kann. Ja, das ist zu seinem Vorteil. Ah, nee, warte mal, ich glaube, wir sind in eine Sackgasse gefahren. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Ja, dann die Scenic Route nehmen wir jetzt. Bisschen schöner. Ah, nee, sorry, dass ich dich so. Ich wollte so ein bisschen Comic Relief, weißt du? Aber es steht kann hier, ich oder? Den hier irgendwie so ganz cool. Der neue Look hier? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie so Scorpion, Irokesen-Style. In unserem einen Podcast, über den wir gesprochen haben. Wertungseinheit. Was war es nochmal? Neongrüne Irokesen. Mallets. Guck mal, es sieht doch hier so aus, als gäbe es hier so ein Schienensystem, oder? Kann ich hier nicht auch irgendwie anders fahren? Weiß nicht, vielleicht musst du irgendwelche... Direction gibt's doch hier auch. Aber es sieht mir eher so aus, als müsstest du irgendwie so einen Schalter betätigen und dann wechselt es so, also dann verstellt es die Schienen oder sowas. Ja, aber du musst irgendwie auf so eine Plattform gehen, dann dreht sich da sowas und dann verbindet sich das mit einem anderen Netzwerk hier wahrscheinlich. Hier dreht es sich. Ja genau, das sieht doch so rund aus, ja. Lass ihn nochmal hier chillen. Chill doch mal, Mann, hör mal auf das anzufassen. Nee, geh mal zurück. Der fährt da automatisch durch, aber... Achso, okay. Aber wie kann man denn auf so einem runden... Guck mal, ich versuche den jetzt nochmal so drauf zu ziehen. Aber guck mal, der fährt hier automatisch drüber. Ja, ja, nee, deswegen der Fall. Aber vielleicht kann ich der hier an der Stelle dann rechts und links irgendwie was machen. Ach nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß wieder. Ich lasse dich mal kurz hier. Weil es die Möglichkeit gibt, hier oben drauf zu gehen. Ja, da war ich noch nicht oben. Da warst du noch nicht oben. Ja. Dann spoilere ich das mal. Das ist meine Erinnerung. Das sieht auch cool aus, wie so eine Höhle, so eine Tropfhöhle, hat mich das gerade erinnert. So eine Tropfsteinhöhle? Cool aus, ja. Ja, wir können ja mal von hier oben so ein bisschen gucken hier. Kann mich auch an Urlaub, einen Turm raufgehen, ein bisschen so die Umgebung auschecken. Bisschen Höhle. Da ist doch irgendwas, oder? Da ist unser Freund, siehst du? Ja. Ja, genau, und jetzt können wir hier. Oh, so ein Joystick, wie geil. Oh, dieses ganze Design, ja, das ist so cool. Geil. Das ist ja richtig krass. Was und jetzt gibt es hier irgendwie Weichen, die wir stellen können. Ach, das, ja, genau. Aber ich ja, weiß nicht, welche. Doch, die ja hier wollen wir stellen, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ne, aber jetzt ist er doch... Dass wir ganz rumkommen? Ne, warte mal, wir sind... Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir da oben raus oder müssen wir da unten raus? Das ist die Frage. Da ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Wir wollen hier lang, ne? Gucken wir mal in die Richtung einmal. Da rein wollen wir, ne? Ja. Dann machen wir das jetzt so, ne? Ja, dann zurück. Auf geht's. Okay. Aber ich muss sagen, das ist auch wieder voll verwirrend. Ich wüsste nicht, worauf ich da gerade gucke. Hättest du mir das jetzt nicht gespoilert. Ja, das war auch so eine Sache, da habe ich Ewigkeiten für gebraucht, das rauszufinden. Und das habe ich nämlich auch als erstes gesehen, bevor ich hier wusste, dass wir irgendwas auf diesen Schienen schieben müssen. Hello again. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich dachte, das wird irgendwie vielleicht zu kryptisch und zu, man weiß überhaupt nicht. Also man muss auf jeden Fall schon suchen. Also ich wäre irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich auch diesen Turm hochgegangen. Aber das mit der Sackgasse und dass man da dann halt diese Schienen, also ich, wie gesagt, ich habe mir schon gedacht, man muss irgendwie so einen Schalter betätigen und dann wechselt es die Schienen und man kann irgendwie anders fahren. Aber so, jetzt müssten wir, genau, wir sind hier in die Sackgasse die gefahren oben, vorher. Ah nee, jetzt fahren wir wieder in die Sackgasse, oder? Ah nee, doch woanders. Jetzt fahren wir irgendwo rein. Irgendwas war, ist jetzt anders, ne? Ja. Yes! Ja genau, wir sind in diesem... so ich habe auch schon vergessen, was passiert, aber es passiert auf jeden Fall wieder irgendwas. Ja genau, jetzt kann man den hier auch rausheben von mit dem Dings da. Jo, willst du machen? Ja. Ich will immer den zurücksagen, das ist voll gemein. Ach, es wird alles gut. Kein Problem. Ja. Ganz besonders jetzt. So, wie gesagt, wir machen das alles nur zu deinem Besten. Ich will dir nur helfen. Na,
einfach, war deine Existenz so richtig, richtig elendig. Und jetzt ja. machen wir das alles Sieht besser. Sieht ja alles schon immer besser aus hier, ne? Das ist doch geil. Stell dir mal vor, du bist das so, da so reingequetscht. Und ja, das sieht doch auch voll aus wie so ein Amusement Park. Also einen geilen Ride. Sieht doch bequem aus. So. Ja. Ist doch so satisfying, wenn es so genau reinpasst. Ja, ist doch genau für dich gemacht. Maßgeschneidert. Okay, das wird sicherlich nichts Schlimmes sein, was jetzt passieren wird. Ausgehöhlt. Geil. Und es soll auch alles so passieren, ja? Brauche ich nur seinen Arm oder was? Ja, Mann, den brauchen wir doch. Wir brauchten doch einen zweiten Arm für die eine Was? Tür da. Das haben wir alles gemacht, nur an seinen Arm ranzukommen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, oder? Mann. Einfach so weggeworfen, was ist hier los? Ah, okay, cool. Jetzt haben wir ja, du kannst den Körper angucken, mach das mal. Ja, zeig mal. Ah, okay, doch. Also so ein bisschen aber das ist auch wie bei Bekinski. So, das sieht aus wie so ein bisschen so wie Kohl. So diese Aderstrukturen, so grünlich. Ja, es erinnert mich auch irgendwie so, genau, so eine Pflanze oder irgendwie so, das ist komisch. Aber irgendwie so menschlich halt auch so ein Brustkorb, die Rippen. Und die Musik ist jetzt richtig. Drückend. Ja, das ist irgendwie mehr so ein elektronisches Dröhnen die ganze Zeit, ne? Musik würde ich. Hab da jetzt noch keine Melodie so. Oh, hier. Ja, deswegen so höllisch, ich weiß nicht. Das ist, erinnert mich schon so daran, aber. So, wie mache ich denn jetzt die Hand am Start? Das ist chill. So, hier doch, oder? Ja, nice. Hä? Das war nicht für das Rätsel. Brauche ich eine Stichhand. Also doch, das war für das Rätsel, aber es fehlt noch ein Schritt. Soll ich dir verraten? Oder willst du selber rausfinden? Muss ich zurückgehen und nochmal da irgendwie so ein Ding rein abstempeln? Ja, ja, genau. Hast du schon die Idee gehabt, ne? Das ist mir gerade auch noch eingefallen. Das brauche ich auf jeden Fall, dieses Hörnchen an den Stab. Das Hörnchen. Ja genau, dieser Shit, der da in die Hand. Ja, also musst du ganz am Anfang dann wieder zurück zu diesem Automat. Weiß ich nicht, ob ich von sowas dann so ein Fan bin. Mit ich diesem immer zurückgehen weit, dann. Ja, also Backtracking bin ich nur so ein Riesenfan von. Also so bei manchen Games, halt so Horror, natürlich ist es manchmal ja auch, dass man dann in einem Haus halt einfach gefangen ist. Und da. Ja. Also jetzt weiß ich schon nicht mehr genau, wo ich lang gehen muss. Das ist bei diesem Spiel auf jeden Fall ganz viel, dass du immer hin und her musst. Nee. Und dann verändert sich irgendwas in der Umgebung oder du hast irgendwas Neues und damit kannst du wieder irgendwo anders hin. War das denn nochmal? Waren wir hier schon? What the fuck? Okay, da kann ich nichts machen. Auch wieder nicht. Oh, da hier musste mir. Das wäre so ein Punkt, wo ich wahrscheinlich dann irgendwie so nachgucken würde, weil mich das war. Das war einfach so ein Automat, der sah unscheinbar aus und stand im Gang. Wo ist das der? Ja, hier irgendwo. Guck mal, ob das hier rechts an der Wand ist, ist das vielleicht gewesen? Das ja, ich habe da eigentlich schon geguckt. Und das andere, da wo du gerade vorbeigelaufen bist? Hier ist doch nichts. Das hier links. Das, nein. Nee. Das ist irgendwie so ein. Weiß nicht, so ein Gaming-Chair. Okay, aber das war irgendwie so unscheinbar, irgendwie so an der Seite irgendwo. Ja, war aber schon hell. War irgendwie so wieder so elendig, eklig sah das aus. Hier kann ich nicht lang gehen. Wo kommen wir denn her? Kommen wir aus dem Erdgeschoss eigentlich? Ja, nee, wir sind jetzt auch im Erdgeschoss, oder? Ja, wir sind ganz unten. Ja, genau, wir haben ja von oben den geholt. Also, wir sind doch auf jeden Fall in diesen Raum reingekommen. Aber ich hatte schon wieder denselben Weg, den ich vorhin gegangen bin. Nee, das ist die Sackgasse gewesen. Ja, da ist für mich dann halt schon nicht so ein Fan von. Da sind wir in diese eine Höhle reingefahren. Suchen wir den Fahrstuhl? Ich dachte, auf der Ebene hier wäre das. Kommst du nicht von da, aus der Ecke dahin? Aus welcher? Aus der da? Von links hier? Da sind wir ganz am Anfang lang gelaufen. Aber ich bin hier schon dreimal gewesen. Wir sind ganz zum Anfang, oder? Aber wir sind hier jetzt schon, glaube ich. Da sind wir schon dreimal gewesen. Das ist es nicht. Das ist ein Rätsel, das können wir noch nicht machen. Also, wo müssen wir hingehen?
Wir sind jetzt irgendwie gefühlt auch schon zweimal. Und der Anfang war doch... Ja, und jetzt sind wir über den wieder. Ja, fuck. Das Rätsel können wir nicht machen. Waren wir hier schon? Ist das hier, oder? Ja, endlich. Stell es doch einfach direkt daneben. Oder irgendwie, dass man das einfacher findet. Und dann konnte ich mich ja daran erinnern. Auf die Idee musste ja auch erstmal kommen. Aber du hattest die ja auch schon. Ne? Ja, ich weiß halt... Also, guck, das ist schon halt irgendwie so ein bisschen unscheinbar. Ne? Das ist schon halt das Licht, aber... Ich finde es noch so vom kryptischen Level, sage ich mal, noch in Ordnung, aber ja, einige Sachen. Das ist ein Rätsel, das später kommt, ja. Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, das ist dann aber auch so ein Spiel, wenn man dann irgendwie noch andere Sachen zu tun hat und wir würden das jetzt irgendwie abspeichern und hinlegen, dann wieder reinzukommen, glaube ich, das wäre auch ziemlich schwer, weil dann weiß man gar nicht, was habe ich denn jetzt schon gemacht alles. Aber das ist dann wirklich, muss ich auch sagen... Wie sie ist, das ist schwer. Ja, aber es ist auch, wenn du genug Zeit jetzt reinsteckst, dann merkst du irgendwann, dieses Spiel ist gut eingeteilt in so Sektionen. Das ist nicht eine große offene Welt oder eine lineare Sache. Die sind auch so ein bisschen ästhetisch voneinander so... getrennt und in einer gibt es auch dann noch diese Combat-Sachen, habe ich auch schon gesagt. Aber wenn du eins als Paket spielst, ich würde sagen, ich brauchte so für ein Paket immer so ohne Walkthroughs halt so 2 Stunden. Ich denke, du kannst aus dem Spiel vielleicht so 7 bis 10 Stunden rausholen. Okay. Muss ich ihn wieder mitnehmen? Nee, ne? Erstmal nicht. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen schießen. Da wobei ich schon Bock. Ich hab knapp 4 oder ein bisschen mehr als 4 Stunden so ungefähr gespielt, glaube ich. Und ich bin jetzt im dritten Teil. Wo war ich damals? Oh, man kann sich nicht bewegen, wenn man diesen Fahrstuhl fährt. Oh, das sieht dieses Industrielle finde ich auch geil. Und das ist so palastmajestätisch. Ja, das erinnert mich aber auch wie so eine Marine Base oder ich weiß auch nicht, aber halt schon so eine höhere. Aber das sieht irgendwie so schon spacig aus jetzt. Ja, aber für mich war das jetzt auch doch eher noch so irgendwie so der Palast der Königin oder so. Jetzt kommt hier irgendwie so der... Oder halt so ein Militärschiff über Alien. Ja, doch auch voll so das. Ja, das sind ja eben auch gemischt, ne? Ja, also organische und mechanische, wie gesagt. Ja, kann ich auch unterschiedlich interpretieren. Achso, guck mal, hier ist irgendwas am Start. Also, Mann, sind wir irgendwie Arbeiter oder ist das hier, sind wir irgendwie Sklaven oder werden wir hier hergestellt? Ach, guck mal, Frauen gibt es anscheinend auch. Mit weiblichen Körpern? Wir haben so einen männlichen Körper oder haben wir auch so Brüste? Glaub, nee, das war ja alles ziemlich flach. Untenrum kann man aber auch nicht so viel erkennen. Nee, das ist ja auch so ein Kohlblatt-Look. Okay. Ja, weiß nicht, ob wir dieselben sind wie die. Wir sehen ja schon so ganz klein ein bisschen anders aus. Die sehen ja schon wieder ein bisschen eher menschlich aus, aber wir sind so humanoid. Kann sein, sie sehen, als ob die irgendwie zumindest keine Haut haben. Oder werden irgendwie aus so normalen Menschen irgendwie sowas wie wir hier gemacht? Zum Arbeiten oder als Strafe sind wir irgendwie. Das ist so dein erster Gedanke, dass wir so versklavt werden, wenn du sowas siehst. Naja, wie eine Belohnung sieht das hier nicht aus, oder? Ja, das ist die Frage, was würden so Aliens machen, wenn sie uns finden? Würden die uns einfach auslöschen? Würden die uns so versklaven, wie wir das so mit voll vielen anderen, mit uns selber ja auch teilweise natürlich machen, Menschen gegeneinander, sich gegenseitig ausnutzen und versklaven? Ich bin ja weg von diesem Alien-Ding, ich bin hier Höllendimension. Achso, ja. Achso, und in der Hölle, was werden wir denn so getortured? Ja, genau, das ist doch irgendwie hier so ein aber komm, wenn es doch so grün ist, ja, könnte auch irgendwie so höllenfeuermäßig sein oder irgendwie sowas Dämonisches, aber come on, ey. Also, ja, okay, das sieht schon aus wie so ein organisches Alien, Raumschiff oder so eine Basis, da hast du schon recht. Ja, und hier ist irgendwie so das Layer von denen hier irgendwie, sind die Eier oder irgendwie sowas ganz Ekliges, was sich so eiermäßig. Siehst du jetzt hier irgendwie, da bewegt sich doch schon was, ist das? Hier so die Zucht. Gut, dann müssen wir bei irgendwas helfen. Bei irgendeiner Zucht oder bei einer Herstellung oder irgendwie sowas. Ich würde das einfach alles zerstören. Ja. Aber hier ist ja dann noch irgendwas passiert, ne? Die Produktion oder irgendwie was auch immer hier gemacht wird, das ist ja gestoppt, oder? Das ist ja hier alles inaktiv und irgendwie... Ja, das sieht auch schon wieder so aus, was so Gesichter und sowas ist auch immer so. Stimmt, ja, das... Aber so mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, großen, vielleicht ist das ja ursprünglich gar nicht so überwachsen gewesen. Ja. Vielleicht ist das ja erst irgendwie so gekommen. Wobei, das ist schon alles ziemlich verbunden. Wie sich hier überall Gesichter an diesem Spiel drin. Guck dir das doch mal an.
Und hier so halt so ein alienmäßiger Kopf, der hat ja auch diese Schädelform wie die, was ja auch so an was ganz Bestimmtes erinnert. Hier auch so gesichtsmäßig und ach. Schön grün leuchtende Eier, nichts als normal beim Normalen hier. Cool. Okay, das ist wieder der eigene. Da muss es ja irgendwo da drinnen sein, oder? Der ist ja einfach nur von mich von da drüben nach hier gegangen. Ist ja was Leuchtendes oder so, was man aktivieren kann. So, ein Herzschlag. Das ist auch schon mal gut, gutes Zeichen. Schön gesund. Na, wir sind nicht alleine, ist doch ein Trost. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Also das hier finde ich bisher am unheimlichsten, Was mit weil diesem irgendwie Nebel so, noch hier? ja, das kommt mir so vor, als wäre ich so die ganze Zeit so unter Beobachtung und irgendwas Ekliges wird irgendwie mich gleich anspringen und irgendwie mich infizieren oder noch irgendwie halt irgendwas in mich reinlegen. Das ist ja sowieso eine, so finde ich, der ekligsten Vorstellung. Das war ja auch bei die Mumie, ich glaube, ich habe die auch vielleicht, glaube ich, ein bisschen zu jung gesehen, aber diese Mit den Scarabs, die ja dann irgendwie so unter die Haut gehen und dann. Oh, So das. eine Body-Horror-Sachen kriegen Ja, dich, ja? total. Deswegen Dann. habe ich auch irgendwie so Angst vor so Insekten, Würmern und irgendwie so Ungeziefer, weil irgendwie echt so diese Reaktion darauf. Okay. Oder irgendwie so ein Ekelerregnis. Bei Alien hast du das ja auch. Ja, genau. Die Deswegen so dieses klassische. schmierige und Und. eklige und insektenmäßige, das ist irgendwie, ja. Wie ist So, vor das? allem weil dieses Eierlegen halt auch sowas, das ist richtig eklig, wenn irgendwie so, bei manchen ist es ja auch so, dass sie dann irgendwie Maden oder halt Eier So legen in dir und die, drin. die genau, die irgendwie unter deiner Haut oder irgendwie so schlüpfen und dann halt noch mehr davon gebären und legen. Das ist einfach so eine eklige Vorstellung. Was für ein Verhältnis hast du denn zu Cronenberg-Filmen? Hast du da Wer irgendwelche ist denn gesehen? Cronenberg? Sagt mir jetzt gerade überhaupt Nee. nichts. Der macht. Oh, dann zeige ich dir mal ein paar. Der macht Was? nämlich so Ja. richtig, richtig abgefreakte Body-Horror-Filme. Die sind alle irgendwie so eine Mischung aus. Ist immer Was ist hier los, Sex Alter? und es ist Was immer Komisches. irgendwie Body-Horror und immer irgendwie Körpersachen und Philosophie und so. Also ich glaube, es wäre dein Ding, wenn du magst auch so abgefreakte Was Sachen. ist denn so ein Film von denen? Sag mir doch mal einen Titel. Naja, die Fliege, The Fly, ist halt so der Ach so, ja, Klassiker okay, von den will ich ja ihm. auch ganz gerne mal gucken, ja. Ja, aber auch, also Klassiker. Crash fand ich auch gut. Dann Videodrome war, ist eigentlich mein Lieblings von ihm, glaube ich. Und sein Sohn Brandon macht auch ähnliche Filme. Possessor von ihm kann ich auch nur empfehlen. Aber das ist auch dann irgendwie schon so eine ältere Generation, oder? Also Fly, das ist ja so ein 60er-Jahre-Ding, Aber der macht oder? auch, also Crimes of the Future ist gerade vor ein paar Jahren erst rausgekommen, ist auch von ihm, kann ich auch sehr empfehlen. Okay, ja. Also Über einen auch, dass die Typen. Qualität immer noch, also irgendwie so einer der Total. zeitlos ist, nicht irgendwie so One-Hit-mäßig, Total, ja, okay. total. History of Violence ist auch von ihm. Ah ja, den hatte ich geguckt, okay. Ja, Aber der interessant. ist, der fällt auch raus Ja, der ist stilistisch. ja Der auch ist nicht nicht so unbedingt so so ein wie. Horrorfilm, Genau, ja. der ist auch so eine Ausnahme. Was geht hier ab? Ja, was wird hier doch gleich schlüpfen oder so, oder was Boah. Ekliges machen? Es wird irgendwas passieren, was ich nicht will, das kann ich ja schon sagen. Ich sag mal auch nicht, nach was das aussieht. Also mit so Wehen drumherum. Ja, ne, das ist. Throbbing in unser Gesicht. Ja, aber auch diese, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, ne, diese auch phallische Symbolik, das ist auch immer wieder, findest du ja ganz oft in diesen, ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so dieser Stil jetzt hier, ne? Geigeresque. Es könnte auch so ein Heavy-Metal-Band-Cover irgendwie sein, so dieser Stil, ne? Und dann halt irgendwie Total. so was Penismäßiges so draus in dieser Ästhetik. Muss ich doch jetzt woanders hier hin oder was muss ich machen? Ja, ist doch irgendeine Plattform ist noch gerade nach oben gegangen, hier oben oder nicht? Wie komme ich da hin? Das ist kaputt. Kannst du Wie noch komme ich was denn überhaupt da hoch? bewegen? Kannst du noch das zweite? Kannst du noch irgendwie sowas Ich nochmal will jetzt noch machen? was machen.
Kann ich das jetzt noch wegnehmen? Meinst du, das macht was? Ja, probier mal, ob du damit irgendwie interagieren kannst. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr hier, diesen Teil. Gerade das ist auch noch geleuchtet wieder, das Use. So. Ich hab das doch da auf jeden Fall aktiviert. Das mit dem Eichen. Aber das hatte doch gerade einmal kurz aufgeleuchtet, oder sehe ich das falsch? Ja, manchmal ist es aber auch so, dass es das kurz tut. Ja, ich glaube auch, das war vorhin leider noch kurz. Ja. Kannst dann, du hoch und runter? Kannst du auch hoch und runter mit dem Teil, oder? Hat aber jetzt hier gerade was? Warum denn? Warum macht das das? Meinst du, dass ich da selber irgendwie raufgehe? Oder was ist dein Vorschlag? Also ich kann nicht, tiefer kann ich nicht gehen. Aber das muss doch irgendwie noch was funktionieren, gemacht werden. Irgendwie, dass man da rauf, rüber springt, dass man zu irgendeiner Plattform kommt. Wir müssen doch irgendwie hier hochgehen. Aber irgendwie, das ist einfach nur kreisförmig und ich sehe nicht, wo man da hochgehen kann. Hast du eine Idee? Oder willst du vielleicht übernehmen? Ich sehe es gerade auch nicht. Ich kann auch noch mal schauen, ja. Wie lange dauert es denn, bis man zum Ballern kommt? Oh, das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile. Echt? Ja, 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 ja. Und das ist auch gar kein Ballern. Also das ist ein ganz langsames... Ich wollte nochmal hier an diesem Ding rumspielen. Das ist nochmal jetzt mein letzter Versuch hier. Okay, deswegen dachte ich, dass es da aufgeleuchtet ist, weil ich das da gesehen habe. Das habe ich auch gerade gesehen, ja. Also muss eigentlich das Use halt aufleuchten unten. Da kann man dann interagieren mit. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre aber auch so ein Teil, wo ich dann aber, wenn ich jetzt irgendwie so 3 Minuten lang nachgucke, dann glaube ich, will ich aber auch einen Walkthrough gucken, weil, ja, sorry, dafür ist mir dann meine Zeit doch zu schade. Oder ich bin zu ungeduldig. Ich habe da so, sind halt keine Ressourcen zu kryptisch und so manchmal wünscht man sich dann halt schon irgendwie einen Pfeil oder irgendwie sowas. Ja, das hat das Spiel hier eben gar nicht. Aber dann, belassen wir es doch dabei. Was ist denn dein erster Eindruck hier von dem Spiel? Du kannst es ja noch gar nicht vorher. Ziemlich cool. Also mir gefällt halt dieser ganze Stil davon, wie die Grafik aussieht, auch total geil. Also ich bin ziemlich schwer beeindruckt davon bisher. Ja, so ein bisschen und schon dachte ich eigentlich irgendwie so ein bisschen Puzzle und dann so ein bisschen Ballern und dann wieder Puzzle. Aber scheint ja doch größtenteils erstmal nur Puzzle zu sein und ja, sehr kryptisch. Teilweise schwer Sachen zu erkennen und so ein wo muss ich eigentlich hinspiel zu sein. Aber ja, was gefällt mir. Also ich könnte mir auch vorstellen, alleine zu Hause zu spielen. Ja, also bei mir war irgendwann dann die Luft raus, aber ich brauchte auch die Konzentration darauf. Und wie du ja gesagt hast, du bist dann wieder raus, ne? Und dann findest du dich im Rätsel dann nicht mehr zurecht, wenn du nach einer Pause wieder zurückkommst. Ansonsten ja, ich finde es auch teilweise verwirrend. Es gibt wenig an der Hand halten, wenig irgendwie... Erklärung, aber wenn du darauf stehst, die Rätsel sind anspruchsvoll, finde ich, das bleibt so, das Verwirrende bleibt auch so, das Ruhige bleibt auch so und ja, ich kann es auch schon mal sagen, also so wie ich das Combat erlebt habe später, war es jetzt nicht so wirklich was für mich. Aber du bist ja auch nicht so FPS-Fan. Ja, aber das ist es ja auch nicht, es ist langsam und schwerfällig und ich glaube auch nicht, einfach nicht, ich glaube auch mit Absicht anstrengend, das werde ich auch im Review im Podcast sagen, also es ist halt so, dass sieht aus wie Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Hi, Jar Jar. So, darauf bleiben Sorry, wir jetzt bis Ende. Ja, guck mal, wir haben Jar Jar gefunden. Das sieht wirklich voll so aus. Aber das ist jetzt auch so, dass ich dachte, okay, vielleicht ist Combat extra so, dass du das dem ausweichen möchtest. Ja, und, ja, also aber so langsam vorgehst. Es gibt aber eben auch kein Stealth-System, das irgendwie befriedigend ist im Spiel. Aber insgesamt würde ich schon empfehlen, jetzt habt ihr einen eigenen Eindruck. Hast du noch ein paar Wörter im Set oder sind wir durch? Naja, also ich würde auf jeden Fall noch sagen, vielleicht ist es ja dann auch so gemacht, das soll ja dann nicht, dass du irgendwie so empowered bist, dass du dann die Waffe hast und irgendwie so der Held bist, irgendwie so Gordon Freeman-Style, irgendwie so ein ganzes Bataillon ausnimmst an gegnerischen Soldaten, Panzer zerstörst und was weiß ich alles. Ja, also und irgendwie die Alien-Horde zurückhältst.
sondern dass du dann halt schon dieser, ja, gefangene, weiß ich nicht, humanoide etwas bist, das irgendwie in dieser Hölle nach deiner Interpretation oder irgendwie so aus einem Alien-Schiff oder irgendwie so eine Experimentations-, irgendwie so ein Labor oder sowas der Aliens halt sich wiederfindet oder was weiß ich, was da halt passiert. Naja, dann machen wir an der Stelle Schluss. Und ja, ich nur noch als Reaktion zu deinem, was du gesagt hast jetzt, ich finde auch, das trägt einfach total auch bei zu dieser Atmosphäre. Du bist einfach so verloren und so einsam und irgendwie lost und gefangen oder was auch immer. Genau, du hast halt, bist halt nicht irgendwie der Superheld, der sich da irgendwie dann auf einmal rauskämpft oder sowas. Genau, du Das bist ist halt ja auch so einfach ein wirklich hilflos. So, bisschen ja. träge, das hat man ja auch gemerkt bei diesem einen Puzzle, das hat ja wirklich Ewigkeiten gedauert. Ich dachte erst, es wäre simpel. Das war ja auch das erste war total einfach und dann haben sie halt einfach diese Kurve ist halt so exponentiell einfach angestiegen und dann Ja. halt total schwer auf einmal. Und man muss halt wirklich alles da rumbewegen. Und man denkt, man hat die Lösung gefunden, aber es ist doch nicht. Aber ich finde sowas auch interessant. Und man hat es, glaube ich, auch gemerkt, dass man dann irgendwie dann so reinkommt, so, und dann so, ah, ich habe die Lösung. Und dann so, fuck, doch nicht. Und dann denkst du doch nochmal, du hast wieder die Lösung gefunden. So, doch, diese Sache muss ich noch machen. Oder musst du noch mehr Schritte machen. Und finde ich doch schon cool gemacht. Und halt nicht zu simpel, einfach nur mach rot auf rot, orange auf orange und grün auf grün. Und dann ist so das Puzzle in Anführungszeichen da gelöst oder das Rätsel. Für die Knobelfreunde und die biomechanische Horror- und Ekelästhetik à la H.R. Geiger und Bekhtinsky und wer sonst das noch mitgemacht hat, ist Scorn auf jeden Fall zu empfehlen, mit ein paar Einschränkungen, die wir gerade alle genannt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen bei unserem ersten Let's Play. Eine Sache will ich noch sagen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man irgendwie so reinkommt und dann das an einem Stück oder so durchspielt, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man dann eine richtig, richtig gute Zeit auch hat, weil das halt wirklich total atmosphärisch ist und die Rätsel sind gut gemacht. Aber ja, ich glaube, wenn man so irgendwie so zwischendurch so ein paar Bursts hat zu zocken, ist es halt, glaube ich, ein bisschen schwerer und kryptischer und auch dann einfach zu langsam und langwierig halt da reinzukommen. Mehr Gedanken von uns bei unserem Podcast Ab in die Games. Jeden Montag eine neue Folge. Folgt uns auf Instagram, @fahrenfunk, bei TikTok ebenso. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann abindiegames@fahrenfunk.de ist die Adresse, die ihr eintippen müsst, um uns zu erreichen. Schickt uns gerne Kommentare, Anregungen für Spiele, für Let's Plays, die wir noch machen können. Noch Gedanken von dir, MZ? Nö, das ist alles. Dann ist das ein schönes Schlusswort und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao. Peace.